In diesem Tutorial werden wir uns die typischen Rechenregeln für das Vektorprodukt anschauen. Von vornherein einen kleinen Hinweis, es handelt sich hier nicht um ein Grundlagenvideo zu Thema Vektorprodukt. Hier werden die Rechenregeln angeschaut und entsprechend anhand von typischen Beispielaufgaben angewandt. Für den Anfang schauen wir uns einfach diese Rechenregel mal an. Die erste Regel heißt Antisymmetrie. Und es bedeutet, so wie links eingeblendet, dass a kreuz b das gleiche ist wie minus b kreuz a. Also, das heißt, wenn ihr die Reihenfolge der Vektoren beim Vektorprodukt vertauscht, dann ändert sich beim Ergebnisvektor das Vorzeichen. Die zweite Regel wäre das sogenannte Distributivgesetz in Verbindung mit der Summe zweier Vektoren. Das heißt, wir haben hier ein Vektor a, was über Kreuz multipliziert wird mit der Summe zweier Vektoren. Das bedeutet, diese Klammer können wir eigentlich auch auflösen und entsprechend haben wir dann als Ergebnis a Kreuz b plus a Kreuz c. Die dritte Regel sieht beim ersten Blick ein bisschen unübersichtlich aus. Und man könnte diese Regel auch als Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation bezeichnen. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr versteht, was euch diese Regel eigentlich sagt. Von links nach rechts gesehen habt ihr erstmal ein Faktor k, was skalar multipliziert wird mit dem Vektor a und das Ergebnisvektor dann über kreuz multipliziert mit b. Und diese Regel sagt uns, dass wir diesen Faktor, übrigens k, äh, so wie rechts eingeblendet, ist Element von r, also ist, ist irgendeine Zahl aus der reellen Menge, und wir haben halt den Vorteil, dass wir diesen konstanten Faktor überall hinschieben können. Also wir können es da vor dem a lassen oder wir können es so wie in der zweiten Variante vor dem b schreiben oder wir können es vor dem Vektorprodukt schreiben. Und das lehrt uns diese Regel. Und die vierte Regel sagt uns nur, dass wenn man zwei gleiche Vektoren miteinander über Kreuz multipliziert, Vektor 0 rauskommt. Und bei all dieser Rechenregel gehen wir davon aus, so wie rechts unten eingeblendet, dass a, b und c Elemente von r hoch 3 sind. Übersetzt heißt das Vektoren in dreidimensionalen Raum. Außer dieser Regel, die wir gerade angeschaut haben, gibt es noch ein paar Grundlagen, die bei den Aufgaben in diesem Zusammenhang sehr hilfreich sein könnten. Einer dieser Grundlagen ist der Unterschied zwischen Skalar und Vektorprodukt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren ausrechnet, kommt als Ergebnis eine Zahl. Diese Zahl nennt man Aus Skalar, daher die Bezeichnung Skalarprodukt. Rechnen sieht das Ganze so aus. Also, das sind zwei Vektoren und das wäre das Ergebnis vom Skalarprodukt. Und wenn man sich das Ganze bildlich vorstellen möchte, dann müsst ihr vereinfacht nur wissen, dass dieses Skalarprodukt dazu beiträgt, eigentlich den Winkel zwischen zwei Vektoren auszurechnen. Damit meine ich diejenigen von euch, die im Unterricht schon so weit sind mit dem Lehrstoff, haben bereits gesehen, dass das Skalarprodukt dafür da ist, um den Winkel zwischen zwei Vektoren auszurechnen. Allerdings für das Thema, was wir jetzt gerade anschauen, ist die Winkelberechnung überhaupt nicht von Bedeutung und sie muss natürlich auch nicht bekannt sein. Dann haben wir noch das Vektorprodukt. Wie der Name schon sagt, wenn man Zwei Vektoren miteinander über Kreuz multipliziert, kommt ein Vektor raus. Rechnerisch könnte das Ganze so aussehen. Und wenn wir uns versuchen, das Ergebnisvektor jetzt grafisch vorzustellen, dann haben wir zuerst unsere zwei Vektoren a und b. Und mit dieser Rechnung finden wir einen dritten Vektor, wir können auch als n bezeichnen raus, das zu dieser zwei Vektoren a und b gleichzeitig orthogonal oder senkrecht steht. Kleine Bemerkung an dieser Stelle, das Vektorprodukt bezeichnet man üblicherweise auch als Kreuzprodukt, wegen der Art und Weise, wie die Koordinaten der Vektoren miteinander multipliziert werden. Und als letzte Grundlage noch einen kleinen Hinweis in Zusammenhang mit Skalarmultiplikation und Vektorprodukt. Also, zur Erinnerung, wir reden jetzt nicht von Skalarprodukt, sondern von Skalarmultiplikation. Obwohl es das, das gleiche Zeichen ist, bedeutet das die Multiplikation zwischen einer Zahl und einem Vektor. Die Zahl ist dann der sogenannte Skalar. Und das ist natürlich rechnerisch möglich. Also das würde bedeuten, wir multiplizieren jede Koordinate des Vektors, zum Beispiel in diesem Fall mit der 2. Und deshalb können wir schlussfolgern, dass sowas geht. Allerdings, wenn wir so eine ähnliche Rechnung versuchen würden, mit Hilfe des Vektorprodukts, das ist überhaupt nicht möglich. Also, man kann nicht ein Skalar über Kreuz multiplizieren mit einem Vektor. Der Grund dafür ist ganz einfach, die zwei Sachen haben verschiedene Dimensionen, deshalb ist das nicht möglich. Nachdem wir jetzt meiner Meinung nach die wichtigsten Grundlagen angeschaut haben, legen wir los mit den Beispielaufgaben. Bei dieser ersten Beispielaufgabe sind drei Einheitsvektoren gegeben, E1, E2 und E3. Und bei der Teilaufgabe A sollen wir zeigen, dass drei verschiedene Rechnungen so gelten wie dort angegeben. Das bedeutet, E1 über Kreuz multipliziert mit E2 ergibt E3, E1 über Kreuz multipliziert mit E3 ergibt minus e2 und e2 über Kreuz multipliziert mit E3 ergibt Vektor E1. Naja, bevor wir mit der Rechnung loslegen, sollten wir es mal klären, was mit diesen Einheitsvektoren E1, E2 und E3 gemeint ist. Dafür zur Erinnerung: rechts ein dreidimensionaler Koordinatsystem eingeblendet. Und diese drei Vektoren sind einfach die Richtungen der drei Achsen. Das heißt, entsprechend Vektor E1 hat die Richtung der X1 Achse und diese Richtung kann man beschreiben mit 1, 0, 0. Die Richtung der X2 Achse wäre dann entsprechend 0, 1, 0 und die Richtung der X3 Achse 0, 0 1. Und vielleicht noch eine wichtige Information, diese drei Vektoren sind alle drei Einheitsvektoren, weil sie die Länge 1 besitzen. Also, ihr könnt es auch gerne nachprüfen, wenn ihr die Länge oder den Betrag dieser Vektoren ausrechnet, dann kommt jeweils eine Längeneinheit raus. Und da wir jetzt die drei Vektoren kennen, können wir auch gleich mit der ersten Rechnung anfangen. Also, als erstes haben wir Vektor 1 über Kreuz multipliziert mit Vektor 2. Und die Koordinaten der beiden Vektoren sind diese. Das Ganze kann man auf mehrere Weisen lösen. Ich bevorzuge so eine Art Nebenrechnung. Das heißt, das ist auch die üblichere Weise. Man schreibt die zwei Vektoren zweimal untereinander. Also 1, 0, 0, 1, 0, 0. Und dann noch der andere Vektor, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Und dann streicht man die letzte und die erste Zeile weg. Und fängt an, über Kreuz zu multiplizieren. Also 0 mal 0 ergibt 0 minus 0 mal 1 ist ebenfalls 0. Das bedeutet, die erste Koordinate ist 0. Dann 0 mal 0 ist auch 0 minus 1 mal 0 ist auch 0. Das bedeutet, die zweite Koordinate ist auch 0. Und die letzte Runde: 1 mal 1 ist natürlich 1 und 0 mal 0 ist 0. 1 minus 0 ergibt 1. Und damit haben wir eigentlich schon unser Einheitsvektor E3. Schreibe ich Nummer mal vorständigkeitshalber hier hin. 0, 0, 1. Aus Zeitgründen werde ich jetzt nicht die anderen zwei vorrechnen, sondern ich blende einfach nur die Ergebnisse ein. Es ist ja nur unsere Teilaufgabe A, wie ihr seht. Also E1 mal E3 würde zuerst über das hier geben. Und wenn wir jetzt aus diesem Ergebnisvektor die minus 1 ausklammern, also einfach nach vorne ziehen, dann haben wir natürlich das gleiche wie minus Vektor e2. Und bei der letzten Rechnung, e2 mal e3, ergibt dann automatisch 1, 0, 0, was wiederum e1 ist. Die Teilaufgabe b ist deutlich interessanter. Wir sollen mit Hilfe der Rechenregel bestimmte Ausdrücke vereinfachen bzw. berechnen. Und dafür brauchen wir einmal die Teilergebnisse von der Teilaufgabe A, die blende ich jetzt hier oben nochmal ein. Also das haben wir nachgewiesen, dass es stimmt in der Teilaufgabe A, sowie natürlich die Rechenregels. Als Hilfestellung habe ich sie jetzt nochmal rechts hier eingeblendet. Der Sinn der Sache hier ist natürlich nicht jetzt gleich für die Vektoren e2 und e3 die Koordinaten einzusetzen und das Ganze auszurechnen, sondern diesen Ausdruck so weit wie möglich Zuerst zu vereinfachen und erst dann am Ende kommt die Rechnung oder die Auswertung, wenn sie nur notwendig ist. Also, wie könnten wir bei dieser ersten Teilaufgabe diesen Term vereinfachen? Wenn wir jetzt ein bisschen rechts spicken bei unseren Regeln, dann könnte uns da sehr hilfreich die dritte Regel sein. Das, wo die Konstante vorkommt. Beide Vektoren haben eine Konstante vor sich. Also E2 hat eine 2 vor sich, die mit mal verknüpft ist. Und E3 hat eine unsichtbare minus 1 vor sich, die mit mal verknüpft ist. Und diese Konstanten können wir sozusagen nach vorne ziehen und zusammenfassen. 2 mal minus 1 ist ja kein Problem, minus 2. Und jetzt bleiben nur noch die zwei Vektoren übrig. Also E2 über Kreuz multipliziert mit E3. Und dieser Vektorprodukt haben wir oben eigentlich schon ausgerechnet. E2 über Kreuzung und 3 ist E1. Das ist die dritte Tatsache, die wir nachgewiesen haben. Also vereinfacht gesagt können wir sagen, wir haben dann einfach minus 2 mal Vektor E1. Und ja, ihr könntet jetzt für E1 problemlos 1, 0, 0 einsetzen und das Ganze zu Ende rechnen. Aber ich glaube, in diesem Augenblick reicht es auch so. Jetzt zu der zweiten Teilaufgabe. Wenn wir hier auf der rechten Seite eine passende Regel für diese Aufgabe suchen, dann sieht das so ähnlich wie unsere zweite Regel aus, wie die hier. Der einzige Unterschied ist, wir haben hier eine Klammer Minuszeichen und hier ist ein Pluszeichen. Das macht natürlich nicht aus, ob hier Plus oder Minus steht, spielt keine Rolle. Also, ich könnte hier auch statt Plus Minus haben, entsprechend haben wir auch hier statt Plus Minus. Also mit dieser Regel legen wir los und lösen erstmal die Klammer auf. Das heißt, wir haben entsprechend dann Vektor E2 überkreuz multipliziert mit E3 und dann minus E2 mit E1. Okay, jetzt. E2 überkreuz multipliziert mit E3. Hatten wir schon vorher, das ergibt E1. Hinten haben wir E2 mal E1 und noch ein Minuszeichen davor. Dieses Minuszeichen davor können wir einfach vorerst abschreiben. Und wenn wir jetzt oben bei den bekannten Sachen nachschauen, dann haben wir nicht E2 mal E1, wir haben nur E1 mal E2, das ergibt E3 anhand der Aufgabenstellung hier an dieser Stelle. Gut, die erste Regel allerdings lernt uns, und das war diese Antisymmetrie. Dass das hier gilt. Also wenn wir die Reihenfolge vertauschen, ändert sich auch das Vorzeichen. Das bedeutet, jetzt trage ich nicht nur e3 hier ein, sondern ich trage dann entsprechend minus e3 ein. Und ja, im nächsten Schritt minus minus ergibt plus. Also das Ergebnis lautet e1 plus e3. Und jetzt könnten hier theoretisch auch an dieser Stelle die Zahlen einsetzen und die Vektoren zusammenzählen, aber das lassen wir erst mal so stehen. Bei der dritten Teilaufgabe sieht das Ganze noch schlimmer aus. Also beim ersten Blick. Aber schauen wir uns genau an, was es geht. Also wir haben zwei Klammern, die mit diesem Vektorprodukt verknüpft sind. Und ja, darauf können wir auch das sogenannte Distributivgesetz anwenden. Also wir haben kennengelernt jetzt mit der zweiten Regel, dass das Distributivgesetz gilt. Das bedeutet, ob jetzt vorne hier nun Vektor A steht oder zwei andere Vektoren eine Klammer, das spielt keine Rolle. Ihr könnt das auflösen, so wie ihr es kennt, mit normalen Zahlen und Multiplikationen. Das bedeutet, jede mit jedem Term hier wird sozusagen äh, über Kreuz multipliziert. Wir fangen natürlich mit E1 an. E1 wird einmal mit E2 und dann noch einmal mit minus E3 multipliziert. Entsprechend haben wir dann E1 Kreuz E2. Dann Minus E1 Kreuz E3 und dann mit der 2 das gleiche Spiel, einmal hier und einmal hier. Entsprechend haben wir dann plus E2 Kreuz E2 und unser letzter Term jetzt minus E2 Kreuz E3. Gut, jetzt müssen wir diese Terme zusammenfassen und zwar mit den Sachen, die wir oben kennen oder mit den Rechenregeln, wie wir gleich sehen werden. In erster Reihe, e1 über Kreuz multipliziert mit e2 ergibt natürlich e3. Dann minus, e1 über Kreuz multipliziert mit e3 ergibt minus e2. Und das schreiben wir natürlich so in eine Klammer. Unser nächster Term, E2 mal E2. Ja, da hilft uns die vierte Regel hier. Das bedeutet, das Ganze ergibt sozusagen Vektor 0. Und unser letzter Ausdruck, E2 über Kreuz multipliziert mit E3, ergibt E1. Also wir haben am Ende noch minus E1. So, und wenn wir das alles zusammenfassen, dann bleibt ja nur noch übrig Vektor e3, plus Vektor e2 und minus Vektor e1. Und da könntet ihr theoretisch wieder die Zahlen einsetzen und alles zusammenfassen. Bei der zweiten Teilaufgabe sollen wir überprüfen, ob bestimmte Aussagen wahr sind und entsprechend begründen. Hier seht ihr schon die erste Teilaufgabe und natürlich als Hilfestellung blende ich rechts nochmal die bereits angeschauten Rechenregeln ein. Also, die Sinn der Sache bei so einer Aufgabe ist meistens nicht daran zu denken irgendwelche Klammer aufzulösen, sondern den Term so umzuformen, dass man mit einer dieser Regeln auf der rechten Seite entweder eine Aussage bestätigen oder widerlegen kann. Und auch hier trifft das zu, weil, wenn wir diesen Ausdruck mit unseren Regeln auf der rechten Seite irgendwie vergleichen, dann sieht es schon so ähnlich wie die erste Regel, also wie die Antisymmetrieregel, aus. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist, diese rechte Klammer mit Minuszeichen entsprechend mit Plus auf die andere Seite zu bringen. Und das tue ich jetzt auch an dieser Stelle. Entsprechend sieht unsere Aussage dann so aus. Also wir haben dann a kreuz b ja gut die klammern drum, drum kann man natürlich auch weglassen ist jetzt nicht wichtig und auf der anderen seite haben wir b kreuz a und wenn wir diese aussage mit unserer antisymmetrieregel also mit der ersten regel hier vergleichen dann erkennen wir den widerspruch bei uns fehlt ein minuszeichen aus diesem grund ist diese aussage falsch bei unserer zweiten teilaufgabe oder bei unserer zweiten aussage wenn wir diesen Ausdruck mit unserer Regel rechts vergleichen, merken wir eigentlich, dass gar nicht dazu passt. Also, ihr könnt das genauer anschauen, aber ihr werdet keine Regel finden, die zu diesen zwei Ausdrücken passt. Das heißt für uns, wir müssen uns überlegen, was eigentlich auf der linken und was auf der rechten Seite so passiert bei, diesen, bei dieser Aussage. Zum Beispiel, als erstes haben wir das Vektorprodukt hier, zwei Vektoren und eine Klammer. Ja, bei dem Vektorprodukt wissen wir, allgemein kommt ein Vektor raus. Wir könnten uns das so vorstellen und sagen: Ja, a kreuz b ergibt diesen Vektor n, so wie wir am Anfang ihn beschriftet haben. Und dieser Vektor n wird dann nochmals skalar multipliziert mit einem anderen Vektor c. Also am Ende hat man als Ergebnis irgendein Skalar oder irgendeine Zahl. Auf der rechten Seite dagegen. Natürlich fangen wir wieder mit der Klammer an und da haben wir das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren. Ja, da kommt automatisch ein Skalar oder eine Zahl raus. Und diese Zahl wird dann über Kreuz multipliziert mit dem Vektor. Das war bei den Grundlagen eine dieser Sachen, die wir festgestellt haben, dass sie gar nicht möglich sind als mathematische Operation in diesem Fall. Das bedeutet, hier haben wir schon einen Widerspruch und deshalb ist diese Aussage ebenfalls falsch. Und die Schlussfolgerung aus dieser Teilaufgabe wäre, dass nicht nur die Rechenregeln in solchen Situationen wichtig sind, sondern auch allgemeine Grundlagen des Skalars oder Vektorprodukts. Und deshalb haben wir uns auch am Anfang dieses Videos einige Grundlagen, die dazu passen, angeschaut. An die nächste Teilaufgabe könnte man auf verschiedene Art und Weise rangehen. Ähm, ich werde zuerst eine Möglichkeit erklären, die ich nicht nehmen werde. Aber trotzdem gut wäre. Also, wenn wir jetzt die linke Seite genauer anschauen, dann merken wir, dass hier das Distributivgesetz gelten könnte. Und zwar, dass es dieser Distributivgesetz, was hier steht, nur dass statt Vektor a vorne jetzt a plus b steht. Aber man könnte eigentlich die Klammern auflösen, indem man jeden mit jedem Vektor hier ausmultipliziert. Und am Ende zusammenfassen und mit der rechten Seite vergleichen. Wenn das Gleiche rauskäme, dann wäre die Aussage wahr, sonst nicht. Eine andere Möglichkeit, aber an die Sache ranzugehen, die normalerweise viel, viel schneller zum Ziel führt, ist, sich so wie bei der Aufgabe 2 zu überlegen, was eigentlich diese Rechnung bewirken. Das heißt, zum Beispiel, diese zwei Vektoren hier, wenn man sie zusammenzählt, kriegt man ein dritter Vektor raus. Den kann ich jetzt Vektor 10 nennen. Und dieser Vektor wird dann über Kreuz multipliziert mit einem anderen Vektor, was hier bei der Subtraktion rauskommt. Und das ist meinetwegen ein Vektor d. Und wir wissen ja, wenn man zwei Vektoren in, miteinander über Kreuz multipliziert, kommt ein Vektor raus. Also das Ergebnis dieser ganzen Rechnung auf der linken Seite wäre ein Vektor. Schauen wir uns jetzt die rechte Seite an. Als erstes steht Vektor a hoch 2. Das können wir auch ein bisschen ausführlicher schreiben als Vektor a mal Vektor a. Und entsprechend auch hinten hätten wir dann Vektor b mal Vektor b. Wenn wir diese Skalarprodukte hier ausrechnen, dann kommt hier eine Zahl raus, oder ein Skalar, minus eine andere Zahl. Also hier hinten haben wir ebenfalls ein Skalar. Und das würde, wenn wir Zeitzahlen miteinander verrechnen, dann kommt eine neue Zahl raus. Aber das ist im Widerspruch zu der linken Seite, wo ein Vektor rauskommt. Also eine Zahl kann ja nicht identisch sein mit einem Vektor. Deshalb ist diese Aussage auf jeden Fall Falsch. Und bei der letzten Teilaufgabe, wenn man diese Aussage mit den Regeln rechts vergleicht, dann findet man gar nichts, was sie verbindet. Deshalb fangen wir wieder mit unserer Denkweise von vorher an und zwar wir werten einfach die Teilrechnung aus. Auf der linken Seite fangen wir hier mit der Klammer an. Also hier haben wir das Vektorprodukt zwischen zwei Vektoren. Es kommt natürlich ein neuer Vektor raus und den bezeichne ich jetzt als Vektor n. Also am Ende haben wir Vektor A über Kreuz multipliziert mit Vektor N und das heißt, es kommt ein anderer Vektor, ein neuer Vektor als Ergebnis raus. Auf der rechten Seite. Da haben wir als erstes unsere vierte Regel, und zwar Vektor A über Kreuz multipliziert mit Vektor A ergibt natürlich Vektor 0. Und dieser Vektor 0 wird mit Vektor B über Kreuz multipliziert also, es kommt am Ende Vektor 0 raus. Weil auf der linken Seite kein Vektor 0 rauskommt, sondern ein anderer Vektor mit anderen Zahlen, bedeutet das, dass die zwei Aussagen nicht gleichwertig sind. Somit wäre auch diese Aussage falsch. Nur mal so am Rande bemerkt: Wenn diese Aussage gelten würde, dann würde das bedeuten, dass beim Vektorprodukt das Assoziativgesetz gilt. Wie wir gleich bei der nächsten und letzten Aufgabe sehen werden, ist das nicht der Fall. Aber was ich eigentlich hier sagen wollte, ist, dass man hier bei der letzten Aussage gar nichts rechnen muss oder sich Gedanken über die Rechnung machen muss, sondern einfach dieser Aussage mit einem kurzen Satz widersprechen kann. Also die Aussage wäre falsch, weil beim Vektorprodukt das sogenannte Assoziativgesetz nicht gilt. Und wieso das der Fall ist, sehen wir gleich bei der letzten Beispielaufgabe. Die letzte Aufgabe könntet ihr zum Beispiel auch als Übungsaufgabe für euch betrachten. Das heißt, ich werde eher nur die Lösungen einblenden dann später und ihr könnt dann mit eurer Ergebnissen vergleichen. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Gegeben sind die Vektoren a, b und c an der Linie berechnet die Vektorprodukte. Also das sind zwei Vektorprodukte, die hier ausgerechnet werden. Welche Aussage kann sie treffen bezüglich der Gültigkeit eines Assoziativgesetzes? Naja, in erster Reihe sollten wir uns erinnern, was eigentlich mit dem Assoziativgesetz gemeint ist. Und deswegen blende ich auf der rechten Seite das hoffentlich noch wohlbekannte Assoziativgesetz für Multiplikation aus der fünften, sechsten Klasse. Dieses Assoziativgesetz sagt, dass wenn man praktisch drei Themen miteinander multipliziert, ist es völlig egal, wie man sie Zusammenfasst oder gruppiert durch die Klammern, am Ende kommt links und rechts das gleiche Ergebnis raus. Und wenn man jetzt die zwei Ausdrücke oben vergleicht, dann merkt man, okay, eigentlich meint man das Gleiche auch mit dem Vektorprodukt. Die Frage ist jetzt nur, ob dieser Assoziativgesetz gilt oder nicht. Um das zu entscheiden, sind die Vektoren gegeben, man muss einfach die Rechnungen durchführen. Und genau diese Lösung habe ich jetzt vorbereitet. Also man würde anfangen und erstmal die erste Rechnung machen. Das ist die hier. Ich habe jetzt bereits die Vektoren eingesetzt. Zuerst wird selbstverständlich dieser Klammer hier ausgerechnet. Und nach dieser Rechnung haben wir diese Ergebnisse. Und am Ende nochmal das Vektorprodukt anschauen oder ausrechnen. Und dann kommt das hier raus. 0, minus 4 und minus 11. Dann für unser zweiter Ausdruck oben auch nochmal die Rechnung. Also, das ist der Ansatz. Zuerst berechnen wir jetzt die hintere Klammer hier und entsprechend haben wir diesen Zwischenschritt und die letzten zwei Vektoren miteinander über Kreuz multipliziert, ergeben das hier. Also ein völlig anderer Vektor als bei der ersten Rechnung. Deshalb die Schlussfolgerung: Bei dem Vektorprodukt gilt dieser Assoziativgesetz nicht. Oder kurz gesagt, das Vektorprodukt ist nicht assoziativ. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Das Vektorprodukt ist sehr vielseitig anwendbar, zum Beispiel auch für das Umformen von Ebenen oder Flächen- und Volumenberechnung. Außerdem könnten euch noch solche Themen wie die Grundlagen und die Eigenschaften des Vektorprodukts interessieren sowie des Skalarprodukts. Wenn Bedarf, Tutorials zu alle dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht: ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.